Hallo Leute, herzlich willkommen zu den täglichen Herausforderungen vom Mittwoch, den 9.12. Wir dürfen heute Fische mit künstlichen Ködern fangen, Gesichtszüge beim Barbier ändern, Oregano darf gesammelt werden, Spieler in Freeroom-Events aus der Deckung töten dreimal, Tiere zertrampeln, Wettkampf Kräuter sammeln darf abgeschlossen werden und wilde Möhren dürfen eingesammelt werden. Bei den rollenspezifischen Herausforderungen dürfen wir zum Beispiel beim Naturkundler heute wieder 6-mal Proben sammeln und das kann man natürlich super kombinieren mit dem Tiere zertrampeln. Wie das funktioniert, seht ihr jetzt gleich hier im Video. Fische mit künstlichen Ködern dürfen gefangen werden. Wer jetzt neu im Spiel ist und nicht weiß, wo er künstliche Köder herbekommen soll, hier bei La Grasse ist dieses Angelgeschäft, da könnt ihr künstliche Köder kaufen, aber auch lebende Köder. Für das Tiere zertrampeln habe ich das heute natürlich kombiniert, wie ich es gerade schon angedroht hatte. Also die betäubten Wüstentiere zum Beispiel, die können wir natürlich erstmal zur Probeentnahme hernehmen und dann mit dem Pferd zertrampeln. Da gehört ein bisschen Übung dazu, aber ich habe es jetzt so gemacht, also so draufspringen mit dem Pferd ist nicht unbedingt, weil das Pferd möchte das nicht, aber so das Tier vor sich herschieben. Und dann erwischt man das mit den Hufen und das war's eigentlich schon. Das Ganze macht ihr 5-mal, wenn ihr wollt. Oder ihr reitet wie bekloppt durch die Gegend und erwischt dann auch mal ein Tier, so wie jetzt gerade passiert. Und da gibt es natürlich noch die Möglichkeit, durch das Wasser zu flügen, wo gerade Fische sind. Wenn jetzt gerade keine Fische vorhanden sind, dann holt ihr kurz die Angel raus und lasst die Fische spawnen und dann mit dem Pferd durchs Wasser. 0,15 Goldbarren habt ihr gerade gesehen. Das waren jetzt 5-mal Tiere zertrampelt und natürlich der Klassiker, der absolute Klassiker. Gesichtszüge beim Barbier ändern, das ist bei den Frauen immer etwas mit der Schminke. Ich habe es jetzt bei ihr heute mal wieder mit dem Lippenstift versucht, aber bei Männern müsst ihr unbedingt etwas mit dem Bart machen. Frisur funktioniert nicht, also bis jetzt weiß ich nicht, ob das Rockstar jetzt schon geändert hat, aber ich glaube, es ist immer noch der Bart, der bei den Männern geändert werden soll. Kostet ein bisschen was. Lippenstift kostet ja auch, glaube ich, 8 Dollar. Und das war eigentlich schnell erledigt. Und wer den RDO-Kanal schon etwas länger schaut, der weiß jetzt, was passiert. Das musste mal wieder sowas von sein. Okay, also Möhren und Oregano Videos jetzt noch hier im Anschluss am Video hinten dran. Und ich sag nochmal, ciao!